Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Nuzlocke Challenge Teil 2. Hallo, hallo. Weiter geht's. Auf zum Orden 2. Genauso ist es. Und ich glaube, letztes Mal haben wir tatsächlich auch ein Pokémon verloren. Ich weiß gar nicht. Eins. Wir haben eins verloren und zwei Routen wurden gesperrt. So rum. Ja. Aus Gründen. Also ich weiß, wir müssen jetzt zu dieser Insel, da müssen wir wieder runter. Ja, zu diesem Mann mit dem Schiff. Wer ist denn Zwirklob, Alter? Oh, das ist ein Geist, der ist richtig cool. Ah, okay, den kenne ich sogar, ja. Aber ich Drachenwut dann weg. Ja. Der bringt richtig viele Erfahrungspunkte. Nein, sag's doch nicht. Das soll gar keine Erfahrung bringen. Ja, das bringt richtig viele Erfahrungspunkte. Schon fast Level 16. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Warum ist denn das Level Cap so übel eng geschnürt? Ja, und danach, was haben wir danach für ein Level Cap? Ich kann so, mal schnell schauen. Pokémon Arena. Ja, ins Pokémon Center. Danach kommt 21. Ja, schau, das kann man mal ein bisschen atmen. Aber von was war es vorherige? 15 und jetzt 16? 14 auf 16, ja. Ja, was zur Hölle? So, ich hab Gott, Alter, ich komme durch diese Wiese nicht durch. Shit, das ist ein Wanderer. Fuck. Wer bist du? Ja, ich sehe uns schon einfach so nur mit einem Pokémon im nächsten Trainerkampf, weil wir überlevelt sind. Ja. Das wäre auch bitter, wenn wir so rausfliegen, weil wir überlevelt sind. Wir hätten eigentlich noch so 20 Pokémon, aber nein. So. Ich hab's geschafft. Boah, krass. Auch. Ich geh jetzt in die Höhle. Oh, wieder Encounter, Alter. Kann auch einfach mal fliehen, oder? Wie ist es eigentlich damit? Oh, das neueste neue Area. Shit. Wie wär's eigentlich damit? Ja, glaube ich legitim zu fliehen, ehrlich gesagt. Hier können wir wieder fangen. Im Tunnel können wir fangen, Leute. Andi, was sagst du zu Flucht? Oh, ich habe ein Pflanzenviech. Flucht ist super legitim. Selten sowas Legitimes gehört. Warum fliehst du dann von dem Pflanzenviech? Aber geht nicht. Ja, das kann ich fangen. Das ist neu. Das ist mein Encounter in der Höhle. Musst du es nicht sogar fangen? Oh, Roselia ist aber echt cool. Ja, ich bin auch übelst begeistert. Ach, Alter, ich hab die Flaschattacke. Ja, ich fliehe, Alter. Giftstachel, scheiße. Ich hau jetzt einfach mal einen Ball rein. Hau mal rein. Und wir schauen, was passiert. Pokéball, Flieg und Sieg. Wieso eigentlich nicht? So, Leute, die muss man bekämpfen, oder hier? Nee. Wenn du ganz unten durchgehst, dann geht's. Boah, what the fuck, wie viel kostet verfluchte Superball? Ja, genau, Alter. Schön die Weiterentwicklung von meinem Milzbrand. Flucht. So, jetzt noch mal shoppen. In der Höhle kann man shoppen oder was? Oh Gott! Oh, ich hab den Wanderer vermieden. Was mit dem Opi? Ist das ein Trainer? Nee. Oh Scheiße, ich bin vergiftet. Da muss ich rein, oder? Hier unten ist ja nichts mehr sonst. Ja, in der Höhle kannst du rein. Mhm. Ich will dich heilen, Brudi. Hä? Auch geil, er kann Trugschlag. Wichtig. Aber 16 ist noch okay, oder? 16 ist noch okay. Okay. Bei 17 ist es Auto. Verstehe. Ich muss mal wieder Tränke kaufen, by the way. Gerade getan. Hä, bist du schon durch die Höhle durch? Nee. Ich glaube, du warst noch gar nicht drin, Pibili. Nee. Ich war noch nicht mal drin. Noch so. Lupe. Okay, mal gucken, was bei mir kommt. Alter, du hast ein HP. Geh mir doch auf den Keks. Wie heißt der Spaß hier? Metaflurtunnel. Genau, da habe ich jetzt eins. Genau da oben, wo du warst, ist mein Encounter gewesen. Ah, Zilberblick.
Ah, oh, Silber weiß. Mhm. Ja, oh. Das ist unmöglich. Team Rocket Boy. Ich schätze mal, man muss gegen ihn fighten. Yep. Oh, was ist das? Ist das ein Drache hier schon wieder? Boah, könnte auch Wasser sein. Ich bin mir nicht sicher. Ammarino. Ammarino. Nein, nice, ist hier Proxilia. Keine Ahnung, ich probiere mal Drache aus. Kannst du das fangen? Ich versuch's. Hä, fang's auf jeden Fall. Ist das jetzt ein Encounter oder ist das jetzt ein Trainerkampf? Es kam zufällig direkt davor ein Encounter noch, ja. Weil, also okay, es kam keine Animation, dass jetzt da der Boy ist oder so. So, jetzt probiere ich es mal zu fangen. Donnerwelle kann's! Okay, das ist geil. Nice. Roselia bekommt einen Spitznamen. Und zwar... Ja. Nach jedem Encounter renne ich erstmal wieder zum Pokémon Center zurück. Es ist wirklich so. Ich bin am liebsten auch schon wieder zurück. No! Ich gehe kein Risiko ein. Alter, es ist Pulverschnee, kannst du auch. Nennst du es Blume? Oh, sheesh! Alter, das Blume. Ist sehr effektiv. Nennst du es Blume? Blume? Nee, kannst du nicht machen eigentlich. Ich muss heim, ich bin komplett im Arsch. Ich muss sagen, ich bin super happy mit meinem Team bislang. Ich nicht. Okay. Stimmt, du hattest ja aber auch ein paar so. Ich hab's. Nice, GZ. GZ. Notierst du das auch irgendwie, Bing? Ja, ich hab's das aufgeschrieben. Metaflutunnel, Rosé. Ja. Schreib's für mich auch auf. Blume, sorry. Das Pokémon ist in Höhen nicht bekannt. Oh, das ist... Oh shit, das ist ein fettes Magbrand. Wieso hatte ich das nicht beim Encounter? Schau dir das an, geil! Ja, das sieht man jetzt einfach den Typen nicht. Das so. Hätte ich gern. Hä? Krass. Wo hast du das gerade entdeckt? Hier, das bei meiner Route. So, naja, das ist ja wohl mal klar, wie das jetzt heißen wird. Ammarino. Amaretto. Bei mir sind es auch viele Shaggies. Aber ich flieder jetzt einfach immer. Ist ja legitim, haben wir gesagt. Ja, also, wenn du fliehst, kannst du halt da nicht mehr fangen. Aber du hast ja schon eins gefangen. Das ist okay. Auf der Route haben wir ja schon. Ja. Und, was wird's? Komm, was Nices. Okay, bin gespannt. Freilich, Paraseck. Ist aber sehr passend für eine Höhle. Ja. Aber ist doch geil. Weiß nicht. Ihr habt eures gefangen. Ja, musst du fangen, sonst ist meine raus. Ja. Und der muss auch ins Team, das ist absolut überhaupt gar keine Frage jetzt. Und du nennst dann bitte Brille Vielmann. Ein Tackle würde schon aushalten, oder? Ja. Hey. Okay, jetzt auf dem Rückweg einfach so keinen einzigen Encounter. Auf dem Hinweg so 20 Stück. Die wird dann immer Angst. Ne. Hä, aber dann ist ja gut. Dann muss ich, sollte ich ja immer Angst haben. Weil ich habe ja gerade alle verletzt. Gif, Bruder. Ich probier jetzt mal den Trainer, Leute, und schau, was passiert. Ja, tu's. Mhm. Oh, aber jetzt haben wir wieder 5. Das ist schon schön. Wieder 5 Pokémon. Ich habe meins zerstört. Was? Nein. Schätz. Alter. Spiel's mit meinen Gefühlen. Das ist halt so kein Witz, den ich akzeptieren kann. Okay, Gegner Psiao ist machbar. Also komm, der Amaretto kann... Oh, er ist Gestein und Eis vom Typ. Das ist ja interessant, geil. Das ist nice. Er kann Heuler, Pulverschnee und Donnerwelle. Was ist denn Pulverschnee? Angriff mit Schnee? Das Ziel wird eventuell eingefroren. Hä? Also, keine Ahnung. Also, du hast immer auch die Premiere der Dinger. Was ist das für ein Pokémon, Alter? Ich kenn's nicht. Halt. Ich hab's gefangen. Was? Das ist gelockt. Perfekt. Okay, und er hat als Spezial hat er Frostschicht. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Eis an. Geil. Ist das für ein Viech, ey?
würde ich, vielleicht trainiere ich das kurz mal ein bisschen. Mich interessiert, was das noch so lernt. Vielleicht wird es ja der neue MVP, Amaretto. Ich dann höre ich so, Amaretto, nein, Amaretto. Ich habe den Typen Amaretto fertig gemacht. Erwischt, in jetzt habe ich Steven Warn. Okay, war anscheinend easy. Ja, also bei mir war es echt ein Ballo. Babo. Nice. Ein Ballo. Okay. So, jetzt gehe ich zu dem Haus von Mr. Bragg. Mr. Burns? Mr. Braxton. Geht's ja nicht weiter. Zirpeise. Alter, zum Zirpeise hier. Das ist die Sichlo auf Wish bestellt. Ja, aber hallo. Ich wollte es nur nicht erwähnen. So, Pulverschnee. Oh, Schuriken, du musst hier raus aus dem Kampf, aber ganz schnell. Nee, da ist gesperrt. Kommt man da durch? Ein Pokémon könnte es zertrümmern. Habe ich Zertrümmerer gelernt? Der Schneider. Bringen wir mal einsetzen bei. Meine Blade Blume kann zerschneider lernen. Ach, Blume. Eisgrab. Marco, warum schaust du so? Marco? Scheiße, wer ist down, Alter? Ich dreh durch. Fuck, Alter, irgendjemand ist durch. Nein, welcher ist es? Amaretto! Nee. Ich geh's doch mal ganz schnell trainieren. Ich geh's doch ganz schnell trainieren. Alter. Ich geh's ganz schnell trainieren. Nee. Kann ich mein Parasect gleich? Hast du deinem Parasect eigentlich einen Namen gegeben? Ja, Brillchen. Ja, gut, Blume hat's mir auch zerrissen. Geil. Oh Mann, ey. Das war so ein cooles Pokémon. Ja. Wie ist er gestorben? Zerpeise hat Energie gespeichert und sie dann entladen und mich so gewone-hittet. Ah ja, Energie speichern ist immer ganz schlecht. Na. Ach, Chung. Boah, sieht so sah die Trauer im Gesicht. Ich hau Blume gleich raus, wenn ich wieder daheim bin. Ich geh gleich der zurück. Der Ausflug hat sich ja gelohnt. Oh Mann, ey. Ach, bin schon einmal ins Risiko gegangen. Ich dachte mir, das kann er schon tanken. Und dann, ne, kann er nicht. War zu krass. Ja. Und tschüss, Amaretto. War ein kurzer, aber schöner. Oh shit! Okay. Oh oh, Shuriken! Kriegen wir hier gleich einen Doppeltod? Nee, ich mach's jetzt aufs Pro. Leider. Bis zum nächsten Pokémon Center hau ich jetzt noch Blume an erste Stelle, die kannst du dann abfangen. Ist ja eh des Todes. So, dann gehen wir mal in den Editor und streichen Rosalia wieder durch. Aber es jetzt einmal konnte ich es ins Pokémon Center bringen. Nee, die Höhle hat wieder nur Schmerzen gekostet. Mhm. So, hier ist nein, gegen die haben wir noch nicht gekämpft, verflucht. Aber sie hat nur eine. Ein Pokémon, die Göre. Okay, was ist das? Was ist denn? Genetex. Okay. Wieso kämpfe ich gegen so einen Cyborg aus der Zukunft? So ein Power Ranger. Das ist echt ein Cyborg aus der Zukunft. Genesect. Okay. Genesect. Genesect kriegt erstmal einen Blubber ab. So sieht's aus. Ein Blubber. Ach, scheiße, ich bin. Oh, Leute, man muss diese Tiefenware noch abgeben. Kämpf fuck. Gegen Corazon. Was musst du machen? Jetzt muss ich schon wieder durch den Wald durch. Ah, irgendwo muss man diese Kacke noch abgeben. Okay, ich muss sagen, dass ich gerade ein bisschen Angst habe. 16 habt ihr gemeint, ist noch okay. Ja. Ich muss Klammi reinhauen. Ich habe Angst, dass der mich one-hittet. Klammi wird zwar 16 sein, aber ihr habt ja gemeint, das ist okay. Was ist denn Magnetflug? Was geht denn jetzt ab? Das ist halt ein Raumschiff. Kämpfst gegen Space Invaders. Wie wär's mit einem Felsgrab? Alter, Corazon kann Genesung, das wird ein zäher Fight.
Richtig, aber das Gift snackt. Nee, einschläfern kannst du nicht, wenn es vergiftet ist. Das hat sie jetzt schon erledigt. Okay. Also du kannst nur einen Status gleichzeitig haben. Was aber zäh. Brauch schon wieder einen Trank. Aber ich check mal ab, wie es in der Story weitergeht. Okay. Schauen wir gleich bei den Top 4, oder? Ich bin gerade eh schon falsch gelaufen, Leute. Das bleibt mal entspannt. Bist du die richtige Ansprechpartner? Nee. Hey, wer wollt jetzt dann was von mir? Yeah. Was ist denn Harnstein? Oh, wenn du wechselst, kriegst du das Damage. Hä, was? Wenn man das Pokémon wechselt, bekommt man Damage. Also. Okay. Ist wie so ein Debuff aufs gegnerische Team. Jetzt hat er sich ja, Giftpuder weggeheilt. Ich drehe ja durch, Alter. Direkt wieder vergiftet. Sag's dazu. Aufgeben, Tarnstein zu dem. Ja. Alles hat sich fast wieder komplett hochgeheilt. Okay, ich glaube, Marki reduziert gleich unsere Gemönne noch auf 4. Nee, es tötet mich ja nicht, aber es ist halt einfach unfassbar zäh. Ich habe halt keinen Bock jetzt wieder auf Melzbrand oder Andimli zu wechseln, weil dann werden die Level 16. Alter, wie oft kann denn der Genesung? Kann man das 5-mal oder 10-mal? 25 Mal. Mal. Ja, setz den ganzen Stream heute gegen den Corazon, Alter. Corazon. Geil. Komm, jetzt konfusier ihn weg. Ja. Ist es Alter. Ja. Und Gott. Level 17, oder? Bam. 13 zumindest. Oh geil, Shuriken kann Genesung lernen. Das ist eine richtig geile Attacke, Gott. Laut Marco. Ja. Krieg ich direkt wieder Störungen, wenn ich so. So, jetzt müssen wir den Brief abgeben und dann kommt der Arena-Leiter. Hast du den Brief schon abgegeben? Noch. Ich überlege, ob ich gleich in die Arena reingehe. Bevor ich die mit das recht. Ja. Boah. Bist du in der Arena? Wollte ich, aber ich hole mir noch schnell die Angel von dem Dude. Wieso auch nicht, oder? Ja, also weil wenn... Kampf-Pokémon. Ich könnte easy mit dem Level 16 Mendel... Wieder durchgehen, Level 16 boah. Milzbrand wieder mit Durchdrachen wuten. Hast du Angst vor der Trainerin? Ja. Und ich habe nur 4, die alle eigentlich nicht mehr groß steigen dürfen vom Level. Na, ich probier's jetzt mal rein, Leute. Also ich habe jetzt auch, ich check mal kurz. Ich habe jetzt auch, also mein Smetbus ist auf Level 13, Andimi 15, Milzbrand 16. Und okay, das Mendler ist auf Level 10, aber naja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das oh shit, die haben Level 13, oh Gott. Boah, das kann halt 2 Levels sein oder so. Oh Gott, ich schaff's eh. Ich schaff den Kampf nicht. Vierblatt, oh Gott, das war's. Ich kann das Vierblatt. Hä? Oh nein. Was machst du denn? Wieso denn? Was machst du denn? Hä? Das war's. Game over. Was, mit wem ist das verbunden? Shuriken war, glaube ich, sein zweites. Kann das sein? Boah, das wäre dann mit... Das wäre mit... Brand? Nee. Nee, das ist ja. Route. Route 103? Nee, die neueste. Ich kann es euch sagen. Route 116. Nee. Okay. Ach, das ist Shiki bei dir, oder? Ja. Route 116. X. Mann. Alter, wir haben halt. Wir haben noch. Warte mal. Ach du Scheiße. Wir haben noch 3 Pokémon. Also der kann Eis stürmen. Vielleicht ist hier auch gleich Schluss. Hab ich so's Initiative sinkt. Oh Gott, das. Oh Gott, ich kann gleich down. Was ist denn los? Ich kämpfe hier gegen Gott. Das heißt, ich darf aber jetzt meinen Shiki noch verwenden, weil dann bin ich sicher und dann kann es von mir auch sterben. Mehr oder weniger bei dem Trainer, ja. Ja, weil ich war jetzt eh schon im Fight. Alter, der kann halt Eissturm.
Okay, GH tankt's. Scheiße. So nicht gut, aber oh Gott. Boah, ey, war das ein Must-Fight oder was? Ja. Gegen den Trainer? Ja, da kommst gar nicht drum rum. Ich muss sagen, ich habe auch Probleme, also. Oh, ich habe es geschafft. Laura hat mich komplett zerlegt. Aber dürfen wir jetzt dann theoretisch in die Arena auch noch mit allen rein? Ja, dürft's den ersten Kampf dürft's theoretisch mit allen jetzt noch machen. Dürft jetzt noch rein, den Kampf. Ja gut, das ist auch Quatsch. Das Mantle ist eh nur auf Level 10 bei mir, also ich werde sie eh nicht einsetzen. Also ich sag mal so, muss ja fair sein, dass wir alle mehr oder weniger den Kampf gleich starten. So. Jan, du. Jetzt habe ich schön bis gelernt. Also wollen wir das eigentlich echt immer so umständlich machen mit diesem Freilassen? Wollen wir es nicht einfach in die Hölle verbannen? Fertig? Können wir auch. Also ich können wir auch in der Hölle lassen. Das war eigentlich schon mal witzig. Nein. Das ist natürlich auch äußerst grausam ist, aber. Schau, hier nochmal zum Abschluss. Oh nee! No! Mann, ey! No. Passt es nicht, dass du Shuriken so leichtfertig dem Tod ausgesetzt hast? Das war schon übel. Vor allem, was war der? Level 10? Ja. Das ist halt schon tragisch, Alter. Die Sache war, der Gegner hatte ein Geist, Geistzeichen, ein Eis-Pokémon. Ich wusste ja nicht, dass das Ding Rasierblatt kann. Wo ist denn der Forscherbree eigentlich? Irgendwo links, und wenn du links in so eine Querstraße reingehst. Ah, da. Da, ich sehe den. Ich hab scheiße Angst jetzt. Ich habe nur noch 3 Pokémon. Wollen wir vielleicht in der Höhle uns schnell noch eins holen oder so? Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass jetzt hier rum ist an der Stelle. Also ich würde jetzt halt ohne Witz in die Höhle gehen und mir noch ein Pokémon erstmal holen. Also wenn ich Milzbrand abwerfen muss, ist der absolute Oberbruch, muss ich sagen. Welche Route war Milzbrand? 103. 103 ist bei mir mit Giorgio, das ist mein Main. Wenn Giorgio fällt, dann fällt dieser Run. das ist Route 106. Haben wir Route 106? Habe ich da schon was? Nee, oder? Nein, Route 106 haben wir noch nicht. Ach, komm, dann geh ich jetzt mal hin, Leute. Jetzt ist da ein Trainer, ich rast aus. Ich muss sagen, mich macht das wirklich ganz schön fertig hier. Route 106 gibt's nix. Okay, der ist 15, den muss er aber jetzt auch machen. Komm ich geh mal in die Höhle. Ich geh in die Höhle. Und hol mir ein Pokémon. Oh, komm, shit, fang den Legend jetzt. Oder wir warten noch kurz auf Marco, dass wir nicht zu weit auseinander driften jetzt mit, was geholt wird und was nicht. Vielleicht nochmal. Warte ich kurz, bis du den Kampf hast. Ich such schon alles so gut es geht zu skippen. Muss aber übrigens noch ist dein Bildschirm oben nicht ganz. Man sieht die Lebensleiste nicht. Ja, Leute. Was ist das? Warum? Wieso sehe ich denn nur Tod und Verderben jetzt, wenn ich zu euch gucke? Ich weiß auch nicht. Wo ist denn der Supermarkt? Mann. Also ich weiß nicht, ab der Insel hat sich gerade alles geändert. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die Insel des Todes. Leute. Ja, du musst halt... Ja, du wirst jetzt Klammi ins Rennen schicken müssen, oder? Oder Neo. Aber du bist eigentlich echt gut ausgeglichen mit deinem Pokémon von den Leveln her. Ja, aber ich habe eigentlich nur noch Neo. Shiggy wurde mir genommen. Aber ich muss Neo reinschmeißen, aber ich habe. Boah. Ich warte mal vor der Höhle auf euch. Oh, ich mag das echt gar nicht. Er macht wieder Schlammbad. Er ist vergiftet, ich raste aus. Aber ist Gift nicht sogar stark gegen Wasser? Nee. Okay. Oh Gott, Pipi, das schaut ganz schlecht aus. Ich weiß. Nee, der wipe sich jetzt. Es liegt so ein bisschen der Wipe in der Luft gerade, ne? Von dieser Insel fern, mein Freund. Nee, du kannst diesen ersten Arena-Leiter-Dude noch machen mit deinem vollen Team, Marco. Wow. Das Recht hast du noch. Tja, das Recht werde ich nicht einfordern, wenn ihr jetzt hier drauf geht.
Also jetzt kann ich aber zurück durch den Wald zu dem Dude, oder? Ich muss jetzt nichts anderes mehr machen. Du hast die Sachen abgegeben, oder? Ich habe die Sachen abgegeben. Also ja, ich war halt bei dem Unternehmerboy. Und hast den Brief bekommen. Schätze ich mal, ich habe allen Dialog geskippt. Okay, Scheiße. Ja, perfekt. Hör ich gar nicht gern. Nee. Aber er tankt's ganz gut weg. Ich krieg den nicht runter. Udi. Zur Not müsste ich Klammi reinhauen. Ja. Aber dann ist der halt 17 und der ist gesperrt. Was ist Klammi? Welche Route, weißt du das? Klammi war der erste. Ah! Das wär dann Milzbrand. Scheiße, Leute. Ich komm dann immer raus gerade. Vor allem würde ich sagen, es war ein optionaler Gegner. Der war super optional. Ich wusste nicht, dass auf der Insel, das hat ja gewirkt, als wäre mir mit einer Stadt. Da laut überall der Todest. Überall. Hä, was ist denn das jetzt hier? Wie kann ich denn jetzt den Bree ansprechen? Musste halt hinter seinem Vogel kommen. Ja. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay, ich bin auch auf der Insel der Verdammnis. Ich kann das eigentlich. Ist echt die Insel der Verdammten. Ich kann nur. Ich kann es nur über den Stahlboy schaffen, glaube ich. Aber er ist halt schon 16 und ich befürchte, dass er 17 wird. Was hat er denn? Das sieht man jetzt hier nicht, ne? Wie weit er schon ist. Nee, du musst es probieren. Also ist ja nicht der Main also, war ja nicht Klammi. Die Sache ist halt, wenn jetzt er 17 wird, dann ist er halt gesperrt, sage ich mal. Aber wenn der halt stirbt, ist halt der weg von uns allen. Ja, nee, das ist schlecht. Das ist ja dein Starter jetzt, wo du hast, oder? Nee, das wäre Neo war. Dasaibor ist der Starter. Dasaibor ist der Starter, genau. Ja, dann Klammi kannst du schon benutzen. Klammi ist okay. Ja. Also, du musst es machen. Sag schon mal Ciao zu Wilsbrand für die Arena. Es gibt zwei Tricks, die wir jetzt verwenden können. Wir können in der Höhle noch Pokémon holen, eins. Und wir können in Faustdorf Hafen die Angel, die wir bekommen haben, angeln. Weil dann zählt nämlich das Stadtgebiet als Faustdorf Hafen. Und es wäre offiziell ein Pokémon. Was wir fangen dürfen, einmal in Faustdorf Hafen. Oh, aber guck mal, Klammi ist erst Anfang Level 16. Vielleicht ist das sogar noch. Was macht der? Der schläfert dich ein. Gerne hat er gemacht, ja. Boah, ey, jedes Mal, wenn ich Felsgrab sehe, kriege ich auch echt so eine Störung, muss ich sagen. Oh nein, ja, frage ich jetzt Schlaf ein. Was ist denn vielleicht, auch weg? Vielleicht klappt's auch. Also vielleicht wird er auch nicht 17, aber. Er teilt sich auf die EP mit drei Stück. Ich habe drei gewechselt. Also das wäre schon komisch, weil er ist auch Level 13. Also er ist jetzt nicht über deinem Level. Ich glaube, der bringt jetzt nicht im Verhältnis allzu viel. Er ist jetzt auch kein Legendary oder so. Okay, jetzt kommt's drauf an. Das haben wir schon mal überlebt. Okay. Ja, easy. Hat er noch eins? Da ist er, 16. Nee, hat keins mehr. Boah, okay, es waren doch unfassbar viele Level. Viele EP. Ja, 400. Alter! Und alle sind jetzt 16. Da sei, boah. Ja. Okay, eigentlich Marco, du musst deine Träne noch machen. Dann musst du nämlich auch das auf Level 16 noch bringen, um zumindest diese Entwicklung auch noch mitzunehmen. Hier kommt ein Trainer jetzt. Nee, du musst den ersten Trainer in der Arena noch machen, sonst dieses eine Pokémon musst du ja wegtun, was mit Sterndu verknüpft war. Wo ist was denn die Arena? Ja. Unten. Aber den Trainer könntest du tatsächlich noch machen, ohne, also mit deinem ganzen Team. Ich weiß nicht, wer dann raus muss. So, was hast du denn Schönes? Also passt auf, der Trainer war Zapdos! Auf Zapdos, Alter! Was? Okay. Sange. Level 13. Kommt das kleine Hühnchen. Ja, ist Quatsch, oder? Oder? Was sagt ihr? Es ist ja nur Feuer, also es ist ja nicht Flugfeuer. Das passt dann schon noch. Bohrschnabel.
Tut weh. Oh Gott. Alter! Ja, fuck off, es war sogar ein Volltreffer. Ja, Milzbrand Drachengut? Muss. So, wir sind jetzt ein bisschen in der Sackgasse, habe ich das Gefühl. Alter, was ist denn dieser erste Trainer? Wieso ballert sie denn bei jedem von uns so übel rein? Ach, ich schau mal, wie viele da noch kommen in der Arena. Wieder Bohrschnabel. Ja, es müsste aushalten. Alter, es zieht aber schon gottlos ab. Ich muss eigentlich direkt heilen. Ein Volltreffer killt ihn. Scheiße. Oh Gott, wieso? Warum sind wir auf dieser Hölle? War das Niveau, der Niveauanstieg plötzlich so komplett maximal? Ich komm halt nicht dazu, eine Attacke zu machen, wenn der jetzt weiter die ganze Zeit Bohrschnabel macht. Donnerwelle. Oh nein. Donnerwelle ist auch nicht gut. Aber ich kann zumindest mal vielleicht, wenn er die Paralyse sich hinwegsetzen kann. Bist du nun nicht beim zweiten Arena-Leiter? Oh, die Drachenwut geht durch. Oh, ja. Gott sei Dank. Oh, Alter. Oh. Ey, Drachenwut rettet mir so. Uff. Fast Level 17, Alter. Nee! Er ist 17. Aber an Dimli, nicht Milzbrand, an Dimli ist Level 17. Wer ist das? Das ist mein Starter. Nee. Nee, nicht dein Ernst. Ja. Du gar keinen. Mein Starter jetzt raus tun. Tschüss und dein. Good. Ja, sorry, keine Ahnung, es ging halt nicht anders. Starter ist dann. Ich hätte halt den jetzt auch noch nicht machen müssen, weißt? Ich hätte halt erstmal andere Pokémon fangen können. Und die dann. Naja, es ist jetzt halt so ein Schneideweg, weil das eine musst du ja noch raustun, was gestorben ist. Ja, ich hätte es auch so einfach raus. Ich benutze es eh nicht. Das war die Möglichkeit. Boah, aber wie viel kommen denn? Ich habe vorhin auch erwähnt. Welche Route war denn der Starter? Ich habe dazu nur Starter geschrieben. Und Andi, von welcher Höhle sprichst du eigentlich? Die links, die Höhle, wo du deinen Wanderer da gehabt hast. Aber ich muss jetzt einen Dude raus tun. Ich weiß bloß nicht mehr, was mein Starter war, welche Route das war. Hä? Na, dein Starter ist der Wasserboy. Der Starter ist der, ja. Ach so, stimmt. Ja, klar, das war ja. Lol, also wieso? Oh, nee. Also, okay. Das kann man schon mal vergessen. durch den Randomizer wusste ich jetzt nicht mehr, wer was ist. So, ich habe noch zwei Pokémon jetzt für den Arena-Leiter. Aber was mich auch fertig macht, ist, also dass halt an Dimli so unsagbar viel EP bekommen hat, obwohl so Milzbrand den Großteil des Fights bestritten hat. So, und Milzbrand? Nee, boah, ich habe halt jetzt auch Angst, dass Ende. Also ich würde jetzt gerne nochmal in die Höhle reingehen und versuchen, ein Pokémon zu fangen. Okay. Ich pack das jetzt in die Hölle. Ja, dann gehe ich mit in die Höhle. Sieht dann bleib auch Hölle. Gleich am Anfang, ich gehe nicht weiter in die Höhle rein. Bleibst du einfach hier, oder? Ja, ich versuche hier einen Encounter rauszuhauen. Alter, ich habe zwei Pokémon. Und los, komm, was Wichtiges. Kann ich diesen töten? Es ist ja Carpador auf Wish bestellt, Alter. Kann ich diesen Trainer umgehen? Den ja, der ja. PB ja, fast ja. umgefickt. Ja, ja. Voll, bleib einfach links, geh nicht. Aua. So, jetzt kommt meine Angel los. Wo kommt denn die? Wo ist denn die Angel? Europe. Unten bei dem Angler. Und rechts neben der Arena. Jurob! Der tut hier? Ja. Sehr gut. Warum holen wir uns nicht erst ein Pokémon durch die Angel? So viel chilliger als in der Höhle. Ja. Wenn du gleich bei der Anfang der Höhle bleibst, geht's auch. Okay, also immer links halten. Jetzt hier im Ort oder was? Ja, links. Ja, dann passt's. Mit zu weit hoch, als ob das einer ist. Ich habe davon jeder Person Angst. Okay, ich halte mich einfach immer links hier. Links, ja, links. Geh einfach Pixel für Pixel.
Das ist der Dude, gegen den ich gekämpft habe. Oh Gott! Genau. Runter hier, oder? Runter? Mhm. Okay, ich gehe auch rein. Ich gehe rein! Ich gehe nur 2 Schritte. Hin und her. Direkt wieder raussteppen kann. Was ist das, Alter? Was ist das? Was ist denn das? Ach, kriegt immer so völlig crazy Pokémon. Wie nenne ich jetzt meinen nutzlosen Fisch? Wisch? Nutzlos? Wisch! Wäre halt echt witzig, nenn ihn Wisch. Ich würde sagen, meine Teamstärke hat sich drastisch erhöht. Er kann Platscher. Es ist, ich bin schwächer geworden durch den Kampf. Nee, okay. Ich würde nochmal angeln, Leute. Ich habe nicht so viel bekommen gerade. Müssen wir da irgendwas drücken, oder? Ja, wenn Ausrufe zeigen. Zu spät! Was? Muss ich da jetzt immer ins Menü gehen und dann Angel einsetzen drücken? Ich hab's. Ja. Du kannst es auch registrieren und dann müsstest du einen Shortcut. What? Alles klar, Marco. Alles klar. Das, Alter. Gut, Alter. Die Hydra of Death. Alter, das ist der Legendary Dragon, Alter. Ich drehe ja komplett durch. Willst du mich verarschen? Ja, der wird mich jetzt halt killen. Der ist übel stark. Okay, der wird mich jetzt halt killen, Alter. Ja, hoffentlich nicht. Ja, was mache ich? Fangen. Fangen. Hier ist mit Schlafpuder. Schlaf. Und gleich einen Ball werfen. Gleich einen Superball reinballern. Komm, schlaf. Sehr gut. Also irgendwie beißt bei mir nichts an. Bei mir beißt auch nichts an. Es wäre speziell, wenn bei dir Andi wieder der Fisch kommt. Achso, wenn du die Angel registrierst, dann kannst du X drücken, dann ist Schnellauswahl. Oh, wichtiger Tipp. Ich habe so das Gefühl, ich werde den nicht fangen können, Leute. Ich habe meinen Counter, bitte, bitte. Gott, bitte. Ja! Okay, der ist nice. Okay. Ich hab einen Nidoran. Hey, aber Nidoran finde ich jetzt eigentlich, also... Ist jetzt kein. Ich auch nicht schlecht. Ach komm, ja, geht's mir aus dem Weg. Aber gegenüber natürlich den Legend. Er hat so diesen Legend-Trikir-Fallo, Alter, der wahrscheinlich Drachenwut 10.000 kann. Habe ich so Nidoran, was Silberblick einsetzt. So, und hier kommt mein Encounter. Okay. Nee, der Schnauze. Also, ah, der geil ist ja mega geil. Hä, der ist ja überragend. Was ist das? Der ist echt gut, der ist Stein. Bitte nenn ihn Wolfgang, Alter, Wolfgang Petri. Wolfgang Petri. Denkst du, übersteht ein Blubber? Nee. Ernsthaft? Doch. Steht er schon. Boah, mittlerweile. Nee, der überlebt kein Blubber. Okay. Grandithülle. Tut mal, du hast Schein gesetzt. Palfinesse. Okay, hat überlebt. Palfinesse. Und das war jetzt Faust, Au, Hafen. Aber dann könnten wir ja theoretisch eigentlich auch nochmal. In den anderen Cities, wo Wasser ist, könntest du es theoretisch auch machen. Hm. Metallklaue, Schnabel. Wie hieß der jetzt? Triceratops? Ja, ich glaube schon. Ich weiß auch nicht genau, wie er heißt. Okay. Was kannst du denn so? Er kann Triplette, Drachenwut, Energiefokus und Biss. Würdest du nicht sagen Legend? Wieso hat denn Schau der so einen Schnauzer? Also das macht mich ja fertig. Schau Game Changer. Der heißt auf jeden Fall, der kriegt auf jeden Fall einen Spitznamen Magnum. Oh ja, Magnum ist auch gut. Ja. Ah ja, übrigens, volle Immunität gegen alle Bodenattacken hat Trikefalo. Ja, also komm. Was kann einer? Ich bin aber überlegen, ob ich nochmal angeln soll, um ihm halt so ein bisschen Level zu geben. Ich bräuchte auch ein Level mit meinem Dude. Was kann die Diva? Ich gehe einfach in die Höhle, mach den blöden Fisch platt. Lockduft, Feenbrise, Bitterkuss und Schnüffler. Ich will die jetzt nicht kaputt machen, Marco. Denkst du, der verkraftet noch eine Stahlklaue? Boah, nee, Stahl ist sehr effektiv gegen Schnabel. Warum machst du nicht einfach nochmal einen Ball, Alter? Ein was? Einen Ball werfen. Ja. Du musst den doch noch fangen, oder nicht?
Ja, voll. Aber bei Pokébällen könnte man einen Superball werfen. Nö, das knickerte auch noch. Ja, natürlich Superball. Ich hab doch bloß nur 17 Superbälle. Soll ich es riskieren, ihn zu töten? Okay, so klingt schon wegen hart. Nice, Andi, verpiss dich. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ach du Scheiße. Alter. Alter. Es kam an der Stelle, wo der Fisch kam. Boah. Das ist fies. Ich würde sagen, King John kann fliehen. King John! Wie du auch alle nur noch mit Großbuchstaben benennst, hast du einfach auch schon keinen Bock mehr, oder? Ich wollte, ach Mann, wo soll ich denn jetzt trainieren? Ich trainiere jetzt in der Arena selber, da kommen mir noch ein paar Encounter, ich gehe jetzt erstmal rein. Oder wolltest du noch in irgendeiner City was fangen oder so? Wir könnten auch Route 106 nochmal angeln. Ich will jetzt eigentlich die Arena machen. Aber keine andererseits... Ahnung, super random halt auch. Ich weiß aber nicht, ob ich sie von der Power her schaffe, aber wir können es probieren, Leute. Ich weiß nicht, ich habe 3, die max Level sind. Ich weiß nicht, ob ein Vierter da das Ruder reißt. Wenn von den 3 sterben, dann können wir auch gleich quitten. Also ich würde meinen Legend zumindest irgendwie noch so 1-2 Level, würde ich den schon pushen, so auf Level 12, Level 13. Er ist wahrscheinlich mit Level 10 auch schon ausreichend krass. Aber jetzt mal in die Arena rein. Ich gehe jetzt auch rein. Ich mach mal einen Encounter nochmal in der Höhle. Magnum wird jetzt schon regeln. Magnum, Alter. Ja, man kann nicht ausweichen, scheiße. Das Design von dem Pokémon ist schon überlagert. Ist Kampf nicht stark gegen Stein? Ja. Ich glaube, Magnum zieht sich nochmal zurück. Aber Chanira ist doch. Was ist denn der? Achso, Chanira hab ich. Warte mal, gegen wen kämpfst du jetzt? Der ist Gestein-Stahl. Der ist ja doppelanfällig. Oh nein, Magnum. Alter, Magnum. Also der Schnauzer. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Das Design ist absolut überragend. Ich lieb's. Muss Yuri ran. Yuri. Wie funktioniert das? Wie du auch keinen Bock mehr hast, nee, wie ihr eure Pokémon nur noch so in Großbuchstabennamen gibt. Ja, ich hab Namen schreien alle. Hab's eigentlich nicht anders gemacht. Gang John! Andi, bist du schon gegen den Trainer am Fighten? Ja. Und? Es passiert noch nicht viel. Bei mir kommt kein Encounter in der Höhle. Shit, ey. Ach, du hattest noch gar keinen in der Höhle? Doch, aber ich wollte kurz halt wenigstens einen Kampf oder so dabei machen. Kommt da einfach so ein Legend, ich drehe ja komplett durch. Ich werde hier komplett gestreckt. Satoru, Alter, nee. Boah, aber das ist echt, also der Kontrast. Drin, gell? Der Kontrast war aber echt viel zu hart, Alter. So einfach so wirklich so den absoluten Bodensatz und dann so einen Legend. Wieso kommt denn hier nix? Oh mein Gott. Hält der Legend vielleicht die Encounter ab, Alter? Ah, jetzt. Okay, Raichu wäre auch nice gewesen. Verstehe. Ah, der Magnum. Jetzt zeig, was du kannst. Magnum. Magnetbombe. Bam. Shit, Verfolgung, was ist das? Okay, schaut noch alles cool aus. Alter, okay, bringt es 4 Erfahrung. King John erreicht Level 11. Und Level 12. Okay. Bist du nett, oder? Let's go. Und Level 13. Giftstachel, nice! Krass. Oh, Giftstachel, nice, ja. Wieso bin ich eigentlich so Team Dragon, Alter? Ist komplett Team Dragon. Ich bin Team Useless und PB ist so Team, okay. Protagonist. Level 14! Alter, okay, levelt es sich jetzt auf 16 noch, was geht ab mit King John? Okay, wieso kriegt denn King John jetzt einfach so unfassbar viel Scheiße? Legionäre hat anscheinend sau viel Level gebracht. Kann instant wieder ins Pokécenter gehen.
Leute, ich muss auch aber sagen. Aber Shanera bringt, glaube ich, grundsätzlich viele Erfahrungspunkte. Das ist, glaube ich, meine ich mich dran zu erinnern, dass Shanera viel Erfahrung bringt. Ach komm. Okay. Magnum Eisenabwehr. Ich meine, das nicht passt. Magnetbombe. Konfu-Strahl. Jetzt langt's aber. Oder kommt halt noch ein Trainer? Scheibenkleister. Ich, jedes Mal, wenn ich zu PBs Bildschirm gucke und Magnum sehe, muss ich übel lachen. Diesen Schnauze mich einfach anschaut. Schnauze ist echt zu krass, ey. Oh Gott, ja, zwei. Glaciola, was ist Glaciola? Oh Gott. Ist Eis gut gegen was auch immer mein Nidoran ist? Nidoran ist doch normal, oder? Kann auch Eis stürmen. Oh, ja, Kopfnuss? Oh Gott! Ist Kopfnuss besser als Triplette, Energiefokus oder Biss? Energiefokus ist Quatsch. Ja, es ist echt Quatsch. Mhm. Oh, Judy erlernt Eissturm, geil. Okay. Ich habe absolut mega Probleme gerade. Okay. Hört sich ganz, ganz schlecht an. Sagen. Ja. Ganz schnell ins Pokécenter. Okay, du hast es geschafft, bitte. Oh, und 17, oder? Oh mein Gott. Nee, der hat gerade das Level 15 erreicht. Leveltechnisch bin ich noch komplett fein. King John erreicht auch Level 15, Alter, das geben wir King John ab. Parfi, was für Parfi nochmal? Parfi ist dieses Flugvieh. Ich geh jetzt auch rein. Es wird Zeit. Es wird komplett Zeit schon. Ich wollte gerade sagen, wenn das Shanera sowieso so viel Erfahrung bringt, aber es ist ja. Ja, es ist Randy. Oh, okay, der war wichtig. Nice. Okay, Giorgio Level 16. Kommt hier noch was? Zornklinge! Ah, nee, das ist glaube ich scheiße. Level ist schon absurd krass gerade hier. Zornklinge ist schlecht. Wobei. Coco bei. Scheiße. Aeropteryx? Andi, was macht Eissturm? Das ist ja genau. Das macht bloß so ein Wetterding, oder? Dass der vielleicht. Nee, Eissturm zieht auch schon viel ab. Okay, ja, glaube ich. Diesmal, weil ich glaube, gegen Pflanze ist ja alles gut. Ja. Ist halt so schnell ins Pokémon Center gelaufen. Okay, dafür, dass es sehr effektiv ist, schaut es nicht so gut aus. Satoru kein Problem, aber dennoch zurück ins Pokécenter. Satoru kein Problem. So. Ja, Twitch bringt mir halt absolut gar nichts. Ich hoffe, dass er vielleicht irgendwie so eine Underdog-Story noch hinlegt und irgendwann noch so mächtig wird. Mit wem ist denn Twitch gelinkt? Wer war denn aus der Höhle bei euch? Die Diva. Kann ich verkraften. Lila und Yuri. Ja, okay. Kann ich verkraften, wenn ich. Ja, der Barsch war wie zu diesem geilen Milotic-Wasserdrachen. Aber dazu braucht er halt Love und dafür muss er kämpfen. Und mit Platsche kann er nicht viel machen. Oder ich musste so an Schönheitswettbewerben mit ihm teilnehmen. Auch das wird nicht passieren. Klingt beides relativ krass. Boah, ich hau die Tränke durch den Club, ey.
Viele Trainer kommen da? 3 Stück sind es gerade bei mir insgesamt. Boah, die hat 2 Pokémon. Warum schläfst du wieder? Du bist doch aufgewacht. Du willst mich eigentlich verarschen. Was da teilweise für Pokémon kommen, ich habe so absolut keinen Plan, was die immer vom Typen sind, ey. Mhm. So, ich bin locked in, Arena. Ich warte auf euch. Okay. Ich muss okay, Yugi. Ja, ich muss Magnum. Oh Gott, Magnum ist verpflanzt, das war auch hart, gell? Ja, er macht nur Konfusionsstrafe. Er schläft halt auch ständig ein. Magnum. Sollte eigentlich schon gehen, ja, aber ich habe seine Initiative sehr stark gesunken. Sollte schaffen. Nee, bleib mal da, Digi. Noctu? Das war doch das Kampf-Pokémon, oder? Nee, Noctu ist diese Eule. Flug. Ah. Okay. Den ja, trotz Magnum komplett weg. Nice, Magnum. Magnum. Plus, und dann ist er down. So, Magnetbombe. Bam. Okay, das war jetzt der letzte Trainer, oder? 3 Stück und dann kommt der in der Leiter. Mhm. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Okay, Marco scheinbar durchgerannt. Ich habe halt alle weggerootet. Marco, da geht auch auf jeden Fall diesen Knöpfen drauf. Du kannst einfach durch, Dugi. Achso? Ja. Wenn du nach unten willst. Aber wozu sind die überhaupt da? Dass du siehst, wie du laufen musst, wenn du hoch willst. Ah. Warte mal, bin ich eigentlich geheilt? Schlafen die mich eigentlich alle ein? Ja. Jetzt ich mir jetzt auch nochmal Healing und dann geht's ab. Hätte ich Niete nennen sollen, ey. Scheiß Wish. Aber Wish ist auch witzig. Wenn er wenigstens tackle könnt. Kannst du also, nicht beibringen, was ihm halt irgendwie... Ich bin halt ein DM oder so. Geht ja. Nicht, der kann nichts lernen, der ist auch saudumm. Also, da falls musst du ihn halt einfach immer ein bisschen vorne hinsetzen und halt dann ne, im Kampf immer als erstes und dann gleich weg, damit er Erfahrung bekommt. Ja, hast recht. Okay, wie soll man sich das denn merken? Links oder rechts, Andi? Links. Also du gehst hoch. Ich kann dich führen. Ah, ich sehe es versetzt, shit. Und dann links, bis du nicht mehr kannst. Dann runter so ein kleines Stückchen. Dann hoch wieder. Ich weiß, die Beschreibung ist kacke. Mein Handy hat gerade den Geist aufgegeben. Ja, und du bist auch schief jetzt. Na, ist schon. Aber witzig, dass es überhaupt noch übertragen wird. Eigentlich ist mein Handy aus. Ja, jetzt bist du auch weg. Da sein. Nice, da sein. Da ist er. Und okay. Los. Nice, okay. Los geht's, go, Leute. Oder? Ja. Nee, im Gym. Scheiße, ich hab vergessen, noch mehr Tränke zu kaufen. Fuck. Das fängt gut an. Naja, es hat sich so, als hätten wir jetzt irgendwie nochmal 10 Minuten Vorlauf. Ja, sowas fällt einem dann natürlich erst dann ein. Shit, cool, habt ihr Tränke noch gekauft? Ja. Er hat Hypoterus. Maskeregen. Maskeregen ist okay. Bei mir hat er so einen kleinen Geist. Kampf und Drachengut. Formeo. Ich glaube, der ist jetzt. Allein weg! Okay, Tackle. Okay. Lächerlich. Und tschüss, Hypoterus. Warum? Scheiße, der kann Aquaknarre. Tja, Probleme? Wie Senior? Oh no. Das ist die Weiterentwicklung von deinem Gerhard, oder? Andi? Nee, das ist ein ganz anderes Pokémon. Ah, okay. Okay, aber ich kann ja reagieren. Ist ja kein Problem. Sei denn, er haut jetzt so Rasierblatt random raus. Oh, wir haben vergessen, Marco zu sagen, dass wir ihn die P-Teil angemacht haben. Ah, shit, ja, stimmt. Nice, danke, Jones, an der Stelle. Ja, aber es wurde auch nicht gesagt, das mit dem... Wie bist du? Was denn? Den Tränken. Nee, weiß nicht. Ja, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Also ich habe es nicht bewusst zurückgehalten. Schau, äußerster Verrater. Nee.
So, stirb. Fertig. So weiter, Orden. Okay, also. Bist du durch? Ich kämpfe doch gegen den ersten und bin so vorsichtig. Was ich hab sie weggewutet. Beide mit Drachenwut zerstört. Wechsel ist mal ganz schaut, Joe. Ganz stumpf. Was war das? Ach komm! Was ist Scheiße? Das hat sich komplett voll kalt. Ja, kein Witz. Und sein, dass der stirbt. Wer ist das? Dein Starter? Nee. Sagen, ich brauche einen Plan. Dein Starter? Ah, nee. Nee. Oh, das ist Milzbrand, oder? Was ist Tandrak? Hört sich giftig an, wie eine Spinne. Es ist also irgendein. Es ist was ganz Komisches. Sieht käfrig aus. Ihr Gift ist auf jeden Fall nicht sehr effektiv. Er kann Blubber. Und es ist super effektiv. Aber es geht. Oh, Leute. Jetzt trickst du dich nun aus. Bitte. Ja, Tackle. Komm, Felsgrab, das muss jetzt zünden. Das wird auf jeden Fall zünden. Nice. Okay, ersten habe ich. Stark. Was ist denn, dass Marco schon so durchgeschürt ist? Ich habe mir auch schon mal direkt gleich wieder meinen Starter in die Butze gebracht. Ich auch. Sicher. Stark, John. Kann sich nur was Stahlstein irgendwie gefährlich wird? Eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht, ob Käfer tacken gegen Stein, aber eigentlich soll Stahl gut gegen Käfer sein, also. Aber der King John entwickelt sich! King John! Okay, oh, das ist nice. Oh, Silberblick. Schwächt mich aufs Äußerste. Oh ja, so sehe ich das gern. Und jetzt, die. Was macht er? Was ist das? Oh, pumpt sich auf. Ja, okay. Oh, der macht das nächste einen garantierten Volltreffer. Ja, schon dann. Und somit auch geschafft. Muss ich durch die Höhle mit dem Legend, durch den Random Account, als ich sterbe. Was Stark, ist die Zugabe? Dann macht der Gegner immer die gleiche Attacke, glaube ich, dann. Okay. Okay, was gibt's denn jetzt hier zu tun eigentlich? Muss man den Brief mal noch abgeben, oder? Den Brief und dann geht's in die nächste City. Wo ist der Briefboy? Dann müssen wir durch die Höhle oben durch. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir ja bis 21, oder? Das nächste Cap? Ja. Mhm. Ja, easy. Nächste Stadt. Ja, warte mal, ich frag mich gerade, gibt es denn überhaupt auf der Route 106 irgendwie noch was anderes? Weil ansonsten könnten wir hier eigentlich auch nochmal angeln. Waren wir nicht schon auf Route 106? Haben wir da nicht schon was gefangen? Ich dachte auch schon, dass wir das hatten. Also hat vielleicht der... Hatte der obere Teil zu 106 dazugehört? Das frage ich mich. Der obere Teil... Also quasi wo... wir mit dem Schiff landen, also wo wir mit dem Schiff losgefahren sind. Ich hätte gedacht, das wäre Route 106. Ich habe da halt nichts notiert. Also ich habe 101, 102, 103, 104, dann Blütenwald, dann Route 116, dann Metaflurtunnel, Granithöhle und Faustauhafen. Das Letzte ist, du hast die bessere Dateipflege. Also ich glaube, wir haben da noch nichts. Route 106 ist ja hier, oder? Das ist ja hier direkt dieser Wasserabschnitt. Direkt aus der Höhle raus. Ja. Ach so, ja. Und da, wo wir geangelt haben, zählt ja als Fausthafen da. Ja, genau. Ja, dann eigentlich. Ja, Route 106 gibt es in Hohesklaus. Das ist nur mit Wasser oder Angel erreichbar. Und Höhle zählt auch nur als allein. Höhle zählt als was Eigenes, ja. Also wir könnten dort, stimmt, theoretisch
entweder nur mit Surfer was holen oder mit Angeln. Das ja, heißt, dann wir können jetzt nochmal. Oder? Ja. Dann angeln wir doch nochmal. Ja, ist doch eh random. Das ist das Geile. Das muss ja nicht zwangsläufig im Fisch kommen. Komm an, ich drück die Daumen für den Legend bei dir. Aber ich geh lieber nochmal heilen. Oh, Hariyama, Alter. Nice. Okay. Geil, den würdest du dann einfach in der Höhle geben. Ah, der Level 5, nice. Passt bloß auf, Marco. Ja, ich greife ihn nicht an. Ist ein nicer Tank, aber... Ich mag direkt mal einen Superball probieren. Was wird's bei mir? Gecatcht. Ein Rihorn. Okay. Ich bring jetzt lieber nochmal Trugschlag bei. Wie zufrieden bist du mit dem? Mit Trugschlag? Oder wie mit Rihorn? Ja, was ist der? Auch Stein oder so? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich langsam mich umbenennen kann zu Rocco, oder? Ja, und ich bin der Dragon Boy, Alter. Ich bin der Siegfried. Ja, der Käfersammler. Ja. Oder so ein scheiß T-Nagel oder so. Nehm. Mach so Rutenschlag. Genau. Ich hole mir lieber noch Superbälle. Sau panisch. Ja, also Superball war aber Instant Catch. Ist denn hier ein Laden? Ist hier ein Laden? Ich eigentlich schon auch. Die Frage, gibt's hier überhaupt einen Laden? Ich glaube, hier gibt es keinen Laden, oder? Nö. Saftladen. Ach nee, ich glaube, das Pokémon Center ist sowohl das auch. Nö, ist einfach ein Saftladen. Scheiße. Naja, dann soll es so sein. Lass es zu. Krass, meine Pokébox ist tatsächlich mal voll. Ich habe 6 Pokémon. Also wenn das nicht stark ist. Wir haben das jetzt nice, jetzt habe ich auch ein Kampf-Pokémon, so ein bisschen Diversität jetzt auch wieder mit drin. Jetzt Käfer, 2 Drachen, eine Fee, Feuer und Kampf. Boah. Das war jetzt Route 106. Ich sehe bei mir eigentlich schon nicht viel Diversität. So Stein und Wasser, das war's. Dafür habe ich weder noch, also ich habe weder Stein noch Wasser. Nice. Ich hab, neues Pokémon, Elfan. Oh, der ist gut, glaube ich, oder? Zeig mal. Hast du schon gefangen? Bodengestein. Geil, Alter. Rihorn. Ah, nee, okay, das ist was anderes. Also ich dachte, das sieht aus wie eine Fee oder so. Das ist was ist denn das? So eine Kastanie oder was? Kastanie, it is. Kasterli, was hast du für ein. Oh, Pflanze, Megasauger! Windstoß, okay. Egelsamen! Ja, nice. Alter! Ja, oh, Alter, ja geil, ist doch fett. Okay. Ist ja voll der übel nice. Du, ja, oder? Okay, das ist eins der besten Pokémon, die ich bisher hatte. Nice. Ja, war doch worth. War übel worth, geil. Oh, jetzt haben wir ein volles Team. Wir haben uns übel gesaved dadurch, dass wir so bedingt angefangen haben und dann so schlecht nach unten gingen, haben jetzt eigentlich echt wieder coole Teams. Jo. Voll. Es war kurz mal echt auf der Kippe. Es war echt komplett auf der Kippe kurz. No. Jetzt ist gerade safe. Wir können zurückfahren, oder? Mit dem Oppi. Nee, wir müssen sogar weiter. Wir müssen nach Graphitpot. Ah ja, nee, wir müssen, oder? Umgebung von Blütenbrook City, nee, Graphitpot müssen wir, glaube ich. Er hat irgendwas von Graphitpot gelabert, ja. Tschüss, du ja, blöde Armageddon-Stadt. Ja, wirklich, ey. Nicht mal in den Laden. Ab in den Supermarkt, Alter. Oh ja. Muss auch dringend shoppen. Okay, bin wieder pleite. Das ging schnell. Ich glaube, wir müssen einfach nach Norden. Hier ist tatsächlich gar nichts. Da kommt eine neue Route. Oh, Route 110. Oh, ja. Und da ist Gras. Da ist Gras.
Sollen wir das noch als Gut, letzten 110. Encounter durchführen? Mhm. Ja, let's go. Gute 110, Leute. Auf so, geht's. Bin drin. Sichlor! Oh, war Blue. Nice. Aber das ist nicht gut, wenn ihr sagt, ihr habt Schmutz. Ihr habt so einfach so Käfer und ich hab so einen Gachenvogel. Scheiße. Boah, Sichlor Level 13, den werde ich halt vernichten, ne? Versuch's einfach gleich mal mit einem Pokéball und schau, was passiert. Warblue ist doch auch richtig gut, Andi, oder? Das Dracheflug, oder? Warblue ist nice. Schau mal, jetzt geht's bergauf mit dem Pokémon. Das war jetzt zwei in a row, die echt nice sind. Wollt ihr irgendwas austauschen gegen eure? Ne. Wie meinst du? Naja, ihr müsst ja die Spinne und euers ins Team tun, damit ich den auch ins Team tun darf. Naja, also Sichlor ist halt ein Classic, ne? Zumindest ist es Sichlor und nicht hier Sichlor Fisch bestellt. Ja, das stimmt. Wobei das Sichlor Fisch bestellt hat, so dann Pokémon gekillt hat. Das stimmt. Boah, wie nenne ich denn Sichlor, Alter? Vielleicht. Death. Okay. Ziemlich drastisch. Vielleicht Death. Deathstrike X. So komplett abgespaced. War halt auch so eine Sichelhard halt. Ja, er heißt jetzt Death. Nice. Death wurde in die Box geschickt. Geil. Schau, jetzt müssen schon Pokémon in die Box geschickt werden, weil wir zu viele haben. Ja. So. Wie nenne ich die Spinne? Gute 110, Sichlor. Ameise. Ameise. Ameisen sind das, Chong. Ja, dann. So soll es dann wohl sein. Aber ich glaube, hier müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier weitergeht. Ich kann mich ganz dunkel dran erinnern. Ich habe das ja mal gezockt. Aber ich kann es nicht mehr sagen, ey. Ameise ab in Box 1. Geil, wir haben die Route schon mal abgefrühstückt. So, wie nenne ich jetzt meinen blauen Wolkenvogel? Wie wär's mit Cloud? Cloud? Oder... Was denn? Ich glaube, es ist einfach mal Dr. Holiday genannt. Dr. Holiday! Route 109 ist übrigens auch, ne? Wo ist die? Ach, da unten? Der Strand. Du wolltest hier gleich nochmal fangen? Können wir machen. Das dann machen wir Wasser. Dann machen wir das noch fertig. Ich hol die Angel. Igelava! Okay, geil. Das ist der Feuerstarter von... Jetzt geht's aber ab. Von der zweiten Gen oder so? Oder dritte? Oder? Ist von der zweiten Edition der Starter. Ja. Okay. Wieso nicht, oder? Ja, nice. Ja, wieso nicht? Habe ich ein Feuer-Backup? Das ist doch nice. Bei mir ist es Lombrero. Ne. Also. Okay, warte, das soll ich manchmal noch schnell. Die Blicke, du hast doch so Pokémon, die einfach so witzig gucken, Alter. Ja, ich meine. Lombrero kann gleich der Beste werden von Magnum, ja. So, let's go. So, Andi, Daumen drücken. Okay, let's go. Und das ist Fisch. Fisch. Fisch, Alter. Nice, schon. Leck, Alter. Wir teilen uns schon irgendwie hier die... Oh Gott, jetzt habe ich den fast umgebracht. Das ist halt wirklich so normal einfach. Ah, okay, gefangen. Zapperlack habe ich gefangen. Ich brauche einen Spitznamen für Zapperlack. Zapperlack. Ja. Nice. Naja, Aal halt einfach. Einfach nur Aal. Aber ja, stark. Doch. Den kann ich super auf jeden Fall in die Box packen. Das ist mein Feuerstarter-Pokémon-Backup. Alter, das ist schon geil. Ich hab's nur die geilen Pokémon. Was? Ich hab so ein Tequila Boy. Und Mustache Boy. Ich hab einen Fisch auf Wish bestellt. Was ist jetzt eigentlich dein Bestes? Meins? Ja. Boah. Entweder ja, George oder King John. King John. Giorgio ist der geistige Nachfolger von Zubat. Hä? Und ein Pedropi? Und der ist irgendwie scheiße. Okay, hart. Was denn das? Wolltest du ihn halt so Wasser, unbedingt nehmen? Stein, Boden, Attacken. Aber sagst du nein?
Das ist mir nicht genug. Nein. Danke. Ich hätte lieber Legends. kurz zum Wipe gewesen. Es war echt kurz wipig. Es ging erstmal los mit der Fehlroute in den Wald zurück. Ich glaube, dann gab es schon mal einen ersten Encounter bei Andy oder bei Marco, ich weiß gar nicht mehr. Was war denn dann das kritische? Ja, diese Arena-Leiterin hat uns fertig gemacht. Wir haben sie auch viele Sachen verbrannt. Wir hatten kurze Zeit nur noch zwei Pokémon. Ja. Das war aber nicht mal eine Arena-Leiterin, das war einfach eine Trainerin in der Arena. Ohne Witz. Ja, also da haben wir alle zu kauen gehabt. Aber wir haben es geschafft. Der Orden ist bei uns in der Tasche drin und das Level Cap wurde jetzt angehoben und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Luft, um zu leveln. Nämlich auf Level 21, glaube ich. Vorher 16. Ja, da geht es jetzt weiter das nächste Mal. Ich glaube, wie viel Orden haben wir jetzt? Ich weiß gar nicht. 2 von 8. Das war jetzt der zweite. Okay, 2 von 8. Es bleibt spannend. Die nächsten 6 zu sammeln. Mal gucken, wer noch alles drauf geht bis dahin. Wir haben auf jeden Fall ein paar lustige Encounters gehabt und ja, ich muss sagen, ich bin mit Magnum, es ist eigentlich mein Favorit. Ja, Magnum ist der Beste.